Willkommen im Tutorial zum Programm PaintNet. Dies ist noch ein zweiter Film zum Modul 4, in dem es jetzt um Bildeffekte geht, genauer gesagt um den Bildeffekt Unschärfe. Die meisten Bildeffekte sind eher zum Spielen gedacht als wirklich zum ernsthaften Arbeiten. Das kann jeder mal für sich ausprobieren. Ich will mich jetzt hier auf den einen Effekt konzentrieren, den ich wirklich brauche. Dabei geht es darum, dass man gegebenenfalls ein Foto veröffentlichen möchte, aber jemand mit darauf zu sehen ist, für den man kein entsprechendes Bildrecht hat. Mit dem Cloning-Pinsel, den ich in Modul 5 dann vorstelle, kann ich die Person vielleicht sogar komplett aus dem Bild herausmalen. Wäre wahrscheinlich sogar das Beste, aber das kostet eben eine Menge Zeit und ist vielleicht auch gar nicht immer möglich. Alternativ kann ich einfach sein Gesicht unkenntlich machen. Und das zeige ich mal am Beispiel. Ich öffne ein Foto von mir, wie ich hier gerade auf der Terrasse sitze und an dem Computerkurs feile. Mein Gesicht mag nicht allen gefallen, also mache ich es mal unkenntlich. Da aber nicht das ganze Bild unscharf werden soll, wähle ich zuerst den Bereich aus, auf den sich der Effekt beschränken soll. Gesichter sind meist eher oval, nun kann ich diese runde Maskenform gut benutzen und so den Bereich festlegen. Über den Reiter Effekte finde ich das Feature Unschärfe und Weichzeichner. Da ist wiederum mein Favorit dabei, nämlich der Gaußsche Weichzeichner. Über den Schieberegler Radius kann ich nun genau einstellen, wie stark die Unschärfe sein soll. Ich selbst versuche dabei immer einen Wert zu nehmen, bei dem man noch gut sieht, dass hier ein Gesicht ist, aber die Gesichtszüge selbst nicht mehr zu erkennen sind. Wie groß der Wert ist, ist abhängig von der Größe des Bilds im Foto und auch von der Bildauflösung, also von Foto zu Foto verschieden, muss man immer wieder ausprobieren. Wie gesagt, kann ich auch toll mit dem Cloning-Pinsel ganze Personen aus dem Hintergrund entfernen und das zeige ich an einem einfachen Beispiel Modul 5, wie es geht. Für dieses Video reicht es schon. Ich freue mich über ein Like oder gar positiven Kommentar oder Abo und verabschiede mich auch schon wieder. Macht's gut und viel Erfolg bei euren PaintNet-Übungen.